Hallo und willkommen auf meinem kleinen Kanal zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch eine weitere Point-and-Shoot vorstellen. Eine sehr klassische, sehr beliebte Olympus Mio 1, auch als Infinity Stylus in den Staaten verkauft und hat sehr viele Fans, hat sehr viele Vorteile, hat einige Nachteile. Gerade eher teuer für eine komplett Kunststoffkamera. Aber ich würde sagen, wir kommen zuerst mal zu den Vorzügen, sagen, was schön an der Kamera ist. Zum einen ist sie sehr kompakt, wirklich kompakt. Sie hat dieses Clamshell-Design, heißt, das Objektiv ist immer geschützt. Man kann sie so auch in die Hosentasche einpacken und ihr passiert schon nichts. Sie hat ziemlich viel verbaut für diese Größe. Also ein Blitz hat man, klein natürlich. Aktiver Autofokus hat man. Ja, ein sehr gutes Objektiv, 35mm, 3.5, dreilinsig. Motorisierter Filmtransport natürlich. DX-Kodierung. Ja. Der Sucher ist jetzt nicht riesig, aber ist okay für eine solch kleine Kamera. Ja, für wen ist sie? Ich würde mal sagen, für Leute, die gerade entweder anfangen oder mit der analogen Fotografie anfangen und sich nicht so viele Sorgen und Gedanken machen wollen, oder für jemanden, der einfach gerne eine gute kleine Kamera immer mit dabei hat. Ja, dann kann man die schon empfehlen. Man muss aber ein paar Sachen mit der Mio schon wissen. Zum einen, sie ist nicht die zuverlässigste. Generell Olympus-Kameras aus der Zeit, ja, hatten so ihre Schwierigkeiten. Viele Kameras aus der Zeit. Yashica, Konica, alle hatten es an einigen Stellen. Bei der Mio ist es halt ein bisschen häufiger als bei anderen. Ja, aber kommen wir zuerst mal zu der Bedienung. Komplett automatisch. Batterie wird hier an der Seite eingelegt. Das ist eine CR123A Lithium-Batterie. Kann nicht auslaufen, also super Batteriefach. Sollte keine Probleme machen. Film wird hier einfach eingelegt. Führen wir einfach mal vor. So. Die ISO nimmt sich die Kamera anhand der DX-Kodierung. Ja, wunderbar. So, wie schaltet man die Kamera ein? Ja, sie ist eingeschaltet. Geht sehr schnell. Ist eigentlich sogar Einhandbedienung ist möglich. Ja. Ansonsten ist es ja sehr selbsterklärend. Man hat eine Blitzeinstellung, heißt man hat... Man kann den Blitz auch ausmachen, das ist möglich. Allerdings, ja, das ist gut. Jedes Mal, wenn man die anmacht, ist der Blitz erstmal im Blitzautomatikmodus. Man hat einen Selbstauslöser und naja, den normalen Auslöser. Ansonsten kann man den Film auch zurückspulen. Also sollte man mitten im Film merken, oh Mist, ich bräuchte mal einen ISO 400 und ich habe einen ISO 100 Film. Okay, spul zurück, tu einen neuen rein. Gott, kannst machen. Im Sucher hat man leider keine Fokuskontrolle oder ähnliches, aber man hat zwei LEDs. Die grüne ist für den Fokus. Wenn die Kamera sagt, okay, ich kann auf irgendwas fokussieren, Moment, dann leuchtet sie. Wenn sie es nicht kann, dann blinkt die grüne LED. Blinkt die grüne LED. Okay. Okay, scheinbar hat man das Problem nicht. Die rote LED ist für den Blitz. Heißt, wenn die Kamera ohne Blitz fotografieren will, dann leuchtet die rote LED gar nicht. Wenn sie meint, den Blitz benutzen zu müssen, leuchtet sie auf. Dann kann man den ausmachen, wenn man will. Aber wie ihr seht, das ist einer der... häufigen Fehlerquellen von der
Mio, der Blitz. Funktioniert oft nicht, würde ich mal sagen. Das sind kleine Elkos, die gerne kaputt gehen. Ist halt auch schon älter und die Elektronik ist nicht so für die Ewigkeit ausgelegt. Aber wenn der Blitz nicht funktioniert, könnt ihr die immer als Schönwetterkamera benutzen oder sowas. Das mache ich mit der, das funktioniert ganz gut. Ansonsten gibt es auch ein paar Fehlerquellen, die eher sehr hinderlich sind. Zum Beispiel bei der hier. Die hier hat ein sehr klassisches Problem. Der Blitz funktioniert, der Filmtransport funktioniert, allerdings hat sie den folgenden Fehler. Da, und das Objektiv bleibt jetzt stecken. Was kann man da tun? Naja, da kann man nicht mehr viel tun. Wenn man die jetzt zumacht, ja, dann fährt sie wieder ein, fällt sie normal wieder aus. Aber warum hat man das Problem? Naja, der Verschluss der Kamera ist natürlich elektronisch. Und weiß nicht, ob man das sieht. Wenn die Kamera nicht auslöst, dann wird auch kein Strom weitergeleitet und dann bleibt sie so stecken. Es ist sehr ärgerlich, aber ist leider auch ein häufiges Problem. Wirklich was dagegen tun und damit leben kann man nicht. Kann sie als Ersatzteile verwenden, aber das ist auch ein bisschen. Ja. Wie gesagt, ist nicht die zuverlässigste Kamera. Dann hat man eventuell auch Probleme mit dem Filmtransport, wie mit der hier. Das ist wirklich schade, weil wenn die Kamera auslöst, sehr flott auslöst. Wirklich sehr flott. Der Blitz funktioniert. Aber wenn wir jetzt den Film nehmen, einen Film nehmen. Versucht sie den zu transportieren. Man hört, irgendein Zahnrad greift da nicht in ein anderes, wahrscheinlich verschlissen. Das E blinkt, sie ist empty, sie ist leer. Ja, man kann da auch nichts mehr machen. Man kann sie nicht auslösen. Sie sagt, nee, ist kein Film eingelegt, beziehungsweise ist falsch eingelegt. Ja, wurde nicht transportiert, kann sie nichts mitmachen. Ja, das ist eher schade, aber leider auch nicht selten bei der Kamera. Deswegen als Kaufberatung würde ich mal sagen, kauft euch wirklich nur eine, die getestet ist. Das ist nicht schwer, die Batterien einzulegen und die paar Funktionen zu testen, die die Kamera hat, ist nicht schwer. Die meisten können das. Wenn ihr die persönlich begutachten könnt, super, nehmt eine Batterie mit, probiert die Sachen aus, dann wisst ihr schon mal, was ihr euch einlasst. Aber achtet auch mal ein bisschen darauf, wenn hier eine Mio bei den einschlägigen Verkaufsportalen seht, die nicht getestet ist oder was weiß ich, ein Dachbodenfund. Wahrscheinlich funktioniert sie nicht, weil die meisten Leute werden sie schon testen. Ich meine, gut, die Batterien kosten was? Maximal 3 Euro. Legst ein, guckst du, ob sie auslöst, ob der Blitz funktioniert, Filmtransport. Wenn irgendwas davon nicht funktioniert, naja, gut, dann kannst du dir ja als nicht getestet reinstellen. Das passiert leider sehr häufig. Deswegen, wenn ihr sowas lest, eine Olympus Mew oder Yashica T oder Konica Big Mini oder sowas, nicht getestet und ihr seht, die Person verkauft auch andere Kameras, die dieselben Batterien brauchten und die sind getestet, dann könnt ihr schon mal grob davon ausgehen, dass die Kamera nicht funktioniert.
Das ja, ist ein bisschen schade, aber leider tun das auch andere, auch echte Händler, und schließen dann eine Gewährleistung und Rückgabe aus. Also achtet da mal ein bisschen drauf oder kauft euch direkt eine andere Kamera. Das wäre wahrscheinlich günstiger und besser, weil die Mew ist gut. Sie ja, hat ein Kult-Following und einen kleinen Hype aufgebaut, aber sie ist nicht super besonders. Also, da ist die Mew 1. Mew 2 hat natürlich das bisschen bessere Objektiv und die Wetterfestigkeit und alles, aber ja, ist ein bisschen ärgerlich, wenn ihr euch so eine Kamera holt und die dann nicht funktioniert. Dann empfehle ich meistens, also wenn mich einer fragt, was für einen Point-and-Shoot soll ich kaufen, auf keinen Fall die hier. Nee, nee, mach das nicht. Warum? Gibst du Geld aus und dann in ein paar Monaten hast du einen Briefbeschwerer. Also, was hast du davon? Dann kauft euch lieber, was weiß ich, so eine XA. Es ist genauso kompakt, hat natürlich keinen Blitz, hat keinen motorisierten Filmtransport. Man muss selbst fokussieren, Blende einstellen. Bei der XA 3, 2 musst du das nicht. Aber die funktioniert eher als die. Sie ist auch aus Metall, ein bisschen stabiler. Wenn die mal runterfällt, ja okay, gut, ja, passiert nichts. Bei der hier, ja gut, dann ist sie wahrscheinlich hin, wenn es draußen ist. Ja, also solltet ihr Fragen zum Mew haben, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch ähnliche Probleme mit der Olympus hattet oder mit anderen Olympus-Kameras. Ich weiß ja, die AF10 und die AF1-Kameras haben auch hier so ihre Schwächen. Ja, ist halt Technik aus den 90ern, wa? Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.